hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Afterbirth Plus. Wie immer, Bewertung nicht vergessen und jetzt viel Spaß. Ja, der letzte Run, der war ja grandios, seit lange mal wieder. Aber davon wollen wir uns jetzt nicht beeinflussen lassen. Wir gehen jetzt komplett neutral an den nächsten Run dran. Nämlich, Apollyon haben wir schon mal am Sars und Satan besiegt, Isaac auch. Magdalena haben wir noch nicht freigeschaltet, Kane haben wir auch abgeschlossen, dann kommt jetzt Judas auf hart und go. Und das Spezielle an Judas ist ja, dass er, wenn sie das schon, nur ein Herzchen hat. Das heißt, eine Superform trifft uns oder eine Explosion und wir sind instant tot. Aber wir machen von Anfang an relativ viel Damage und haben dieses Buch, wodurch wir in einen Raum Damage abbekommen. Und das ist schon mal, ja, das ist ganz okay. Solange uns keine Superform begegnet, die uns einfach instant umbringt, ist das ganz gut. So, das Portal ist schon mal, wow, Vorsicht, Vorsicht, weg, du Spinne. Ja, schon mal der Eins im Raum, vielleicht ist da jetzt schon was richtig Geiles drin, hoffentlich. Und ich weiß es nicht mehr, was das macht. Achso, das bewirkt, dass wenn wir getroffen werden, also, das ist ziemlich komisch, das Item. Also, wenn wir getroffen werden, können wir auch ein komplettes Herzschaden bekommen. Aber wenn wir dann nochmal getroffen werden, kriegen wir definitiv nur ein halbes Herzschaden. Also, so ein Schutzschild, das sich erst aktiviert, wenn wir getroffen werden. Aber auch nur für diesen Raum. Also, naja. Was macht das? Eine Bombe? Ja. Das ist schon mal nice. Und eine Trollbombe? Ja. Das ist auch nice. Ja. Immer her damit. Oh mein Gott. Schnell einfach durch. Kurz ausruhen. Schnell durch. Ja. Puh. Das ist immer spannend, diese Räume. Diese Räume, wo es in keinster Weise auf Skill ankommt, die Räume machen immer besonders viel Spaß. Immer besonders viel Spaß. Warum wiederhole ich meine Sachen einfach? Warum? Boah, schon wieder. Boah, ich krieg's kotzen. Ich wollte sagen, warum wiederhole ich meine Sätze manchmal wieder? So langsam reden, dann kriege ich auch ordentliche Sätze auf die Reihe. So. Gut, weiter geht's. Och, die Viecher. Rückt mir bitte nicht so auf die Pelle, danke. So, der ist schon mal weg. Bitte block nicht meine Schüsse. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Gut, der ist weg. Nur noch hier diese zwei kopflosen Viecher. Komm schon, stirb. Yeah, geschafft. Nein, daneben gehe ich nicht rein. Kann ich auch gar nicht, da ich keine... Wow, was geht mit denen denn ab? Abstand halten, bitte Abstand halten. Schön, dass die alle ins Feuer fliegen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. So, also ich spreng hier mal. Vielleicht ist da ja der Geheimraum. Ja, da ist er sogar. Perfekt. Hallo? Na, ja, nichts Besonderes. Nur eine scheiß Batterie. Und den Typ da spreng ich definitiv nicht, weil wir nur eine Bombe haben. Und die würde ich mir gerne aufheben für einen eventuellen blauen Stein. Aber die, da hole ich mir trotzdem die Bombe. Bombe gegen Bombe tauschen geht voll klar. So, weiter geht's. Was gibt's hier oben? Nichts Besonderes, nur so ein explosives Fass. Und ein Herzchen, ein halbes. Aber das ist schon mal nett, ein halbes Herzchen. Ah, hier ein paar Fliegen, die kein Problem sein dürften. Vorsicht. Ah. So, Münze. Komm her. So, da ist der Boss, den mache ich aber später erst. Ich will hier erst noch alles auschecken. Vielleicht finden wir ja noch was Hilfreiches, was uns beim Bosskampf helfen könnte. Aber es sieht nicht danach aus. Da ist auf jeden Fall ein blaues Herzchen. Wenn ich so sprenge, nee, ich gehe kein Risiko ein, ich sprenge hier direkt. Zwei blaue Herzchen, schön. Die nehme ich aber erst nach dem Boss, obwohl. Ich nehme die jetzt mit, weil es kann ja sein, dass wir in dem Bosskampf vielleicht zweimal getroffen werden und dann sind wir Geschichte. Da will ich ungern Risiko eingehen, aber da unten den Raum checke ich noch gerne aus. Den will ich noch auschecken. Vielleicht ist ja auch was Feines drin. Und? Hallo? Naja, nichts Besonderes. Das Fass, das zerstöre ich. Vielleicht ist was Schönes in den Ton. Oh, das Ghost Baby. Das nehme ich doch gerne mit. Krasses Items nehme ich mit. Der hilft uns hier ein bisschen, schießt ein bisschen mit. Warum nicht? Macht zwar nicht viel aus, aber immer ein bisschen. Immer ein bisschen. Jeder Zusatzdamage, den wir dazu bekommen können, nehmen wir natürlich mit. Und jetzt ab zum Boss. Wen bekommen wir? Och nee, nicht Rackman. Aber hier, Damage up und let's go. Rackman. Was geht ab, mein geiler Stecher? Schön immer auf den Kopf gehen. Ja, das, wir machen gut Damage. Vor allem mit dem Buch zusammen. Das ist der Damage schon ganz ordentlich. Immer schön auf den Kopf, damit hier keine Spinnchen kommen.
Und fertig, ja, HP ab, nehme ich mit, haben wir eh nicht viel Leben und ab in die nächste Ebene. Haben zwei blaue Herzchen, also Devil Deer steht nichts im Wege, außer wir haben nicht ganz so viel Leben. Das ist das Einzige, was dem Devil Deer ein bisschen im Weg steht, aber das lässt sich auch verbessern. Ja, das ist nett auf jeden Fall auch, dass sie alle schön ins Feuer rennen. Da ist eine Bombe, aber ich könnte, Schlüssel wäre auch geil. Dann können wir auf jeden Fall in den Itemraum reinklotzen. So, was gibt hier oben? Flächen. Oh, nicht die Portale. Warum hat das Portal jetzt nur einen gespawnt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wovon das abhängig ist. Keine Ahnung. Okay, bitte kaputt. Danke. Unser Buch ist wieder aufgeladen. Sehr schön. Ja, der ist ja easy. Der Gegner. Kein Problem für uns. Kein Problem. Münze nehme ich mit. Los geht's. Ja, vor dem ein bisschen Abstand halten. Der ist nämlich höchst explosiv. Der Dude. Ah, ja, komm schon. Ja, Schlüssel. Ab zum Itemraum. Itemraum, ich komme. Oh yeah. Und was gibt's hier Schönes? Wafer? Yeah. Nehme ich mit. Bringen uns mal. Doch, das bringt uns. Das bewirkt jetzt nämlich, dass wir dauerhaft nur ein halbes Herzschaden bekommen. Also überall. Auch durch Explosionen, Superformen, überall nur ein halbes Herzchen. Und das ist doch nett. Das ist doch sehr, sehr nett. So, hier die. Hier das Fass schiebe ich mal nach hier neben. Weil vielleicht, ganz, ganz vielleicht nur, ist hier ja der Geheimraum. Und nur ganz vielleicht. Nein, ist er nicht. Toll. Kann auch sein, dass ich das fast zu weit weg platziert habe, aber eigentlich hätte es passen müssen. Egal. Egal. Oh, Vorsicht. Shit, wir wurden getroffen. Wir wurden getroffen, Mayday. Warte, geh kaputt. Danke, 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 danke. So. Ich bin irgendwie voll aufgedreht. Also ich habe einen Energy-Intus. Komm schon, aber natürlich ein kalorienfreies Energy, das ja, wir wollen ja hier auf unsere Figur achten, das ist ja klar. Münze nehme ich mit. Da ist schon mal der Boss, checke ich aber erst gleich aus dem Boss. Weil es kann ja sein, dass wir hier irgendwo in den Räumen noch vielleicht Herzchen finden, die wir dann im Devil Deal ausgeben können. So, geh bitte kaputt, danke, du bitte auch, danke. So, was sind das denn für schöne Pillen? Bitte keine Bad Trip. Luck up, das ist schon mal nice. Und Pheromone, naja. Brauchen wir nicht unbedingt. Boss, nein, ich komme später. Ich will gerne da unten den Raum noch auschecken. So, nein, noch nicht da nach unten. Hier ist, geht's nach unten. So, was gibt's da denn Schönes? Hallo? Na, eigentlich relativ easy, Gegner. Relativ. Unten eine Cage Room. Haben aber leider nicht genug Bomben, um da alles sprengen zu können, falls da was zum Sprengen ist. Hallo? Ja, wir können immerhin Sachen spenden. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Damit wir schön neue Items freischalten. Ja, das kann ich einfach mal hier unten hinschieben. Vielleicht, ganz, ganz vielleicht ist da ja ein Geheimraum, wovon ich nicht ausgehe. Aber man weiß ja nie. Nein, da ist er nicht. Gut. Trotzdem springe ich hier alles. Keine Ahnung, warum, was mir das bringt, dass ich hier alles springe, aber ist es bumm. Und bumm macht Spaß. So, alles ausgecheckt, außer der Shop. Aber Shop ist mir egal. Das heißt, ab zum Boss. Und schön den Devil Deal abstauben. 100%ige Chance auf den Devil Deal. Monstro, Book of Belial, schön Damage up und let's go. Leider nur so ein kleiner Raum, aber früher war das ja mal verbuggt, dass manchmal, auch wenn du eine 100%ige Chance auf den Devil Deal hast, dass du in solchen schmalen Räumen trotzdem manchmal einfach keinen Devil Deal bekommen hast. Ich hoffe, das wurde gefixt. Anscheinend wurde es gefixt, das hier nehme ich mit. Schwarzes Häschen, paar Bömpchen nehme ich mit. Was gibt's hier? Oh. Ah, ich weiß gar nicht genau, was das Item macht. Es gibt auf jeden Fall Besseres, aber ich nehme es mit. Schön viele Herzchen. Und weiter geht's in die nächste Ebene. Los geht's. Nächste Ebene, dritte Ebene jetzt. Catacombs 1. Was gibt's hier Schönes drin? Nee. Ich heb mir den Schlüssel erstmal für den Itemraum auf. Und dann gucke ich da nochmal rein. So, ich könnte auf jeden Fall noch mehr Damage vertragen oder mehr Fire Rate ab. Könnte auf jeden Fall noch besser sein. Könnte. Eigentlich geht es immer besser, aber es könnte auf jeden Fall besser sein. So, hier die Kacke alles wegräumen. Wer hat hier eigentlich hingekackt? War das Mom, die hier immer in ihrem Haus in den Keller scheißt? Oder woher kommt hier die ganze Scheiße? Der musste mich jetzt noch treffen. Das muss unbedingt sein. Vielen Dank auch. So, was gibt's hier neben? Oh, ganz. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Bitte 1 Meter Abstand mindestens. Danke. Boah, die Fliegen sind so nervig. Ich muss die Quelle der Fliegen kaputt machen. Komm schon, stirbt. Geht weg mit euren scheiß
Gehilfen. Was hab ich heute mit meiner Sprache? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Du noch? Danke. Da ist eine Münze. Die nehme ich doch gerne mit. So, hier oben gehe ich auch rein. Oh. Ja. Oh. Das ist doch nice. Das ist doch sehr schön. Schön viel Leben. Können wir auf jeden Fall im Devil hier schön was mitnehmen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Knopf drücken. Bombe. Nehme ich mit. Weiter geht's. So, so, so. Was gibt's hier unten denn Schönes? Oh, Vorsicht, explosiv. Aber das ist Itemraum, geil. Hoffentlich was Geiles drin. Und dann beurteile ich erst, ob es geil ist. Nee, ist es definitiv nicht geil. Aber vielleicht ist ja hier der Geheimraum. Komm schon. Ja, ist er sogar. Geil. Dich spreng ich. Die Pilze könnte ich zwar alle sprengen, aber nee. Keinen Bock drauf. Ups. Da war ein Bäuerchen. So. Bitte mich nicht ankotzen, weil die Viecher können kotzen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bitte Abstand halten, bitte Abstand halten. Bitte nicht zu nahe kommen. Wupp, da hat's man gesehen. So, geh bitte weg. Danke, da ist der Shop. Gehe ich aber nicht rein. Emperor, das ist nice. Können wir auf jeden Fall eine Bombenebene schön überspringen. Den da lasse ich in Ruhe. Den will ich nicht auf den Sack gehen. Ach, natürlich gehen wir wieder jeden Weg außer den richtigen zum Boss. Aber ist nicht schlimm. Diese Ebene würden wir so oder so komplett auschecken. Oh, Vorsicht. Explosive fliegen. Ah, fuck, ich war zu nah dran. Ich habe mich voll erschrocken. Was gibt's hier oben? Oh mein Gott, Spinnies. Richtig, fuck it. Okay, jetzt haben wir ein Schutzschild. So. Schlüssel, weiter geht's. Der Damage hätte nicht sein müssen. Das hätten wir noch definitiv besser regeln können. Aber, naja. Naja, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich über diesen Run noch nicht beschweren. Läuft noch einigermaßen akzeptabel, dieser Run. Hätte nur noch ein bisschen mehr Damage gebrauchen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nett. Oh, geh bitte weg. Danke. Eine Münze, gut. Komme ich hier nicht dran, also von daher. Oh, wieder Portale. Muss das denn sein? Und ich komme nicht dran. Aber jetzt ist das Portal zum Glück weg. Warum hat das Portal jetzt nur diese Viecher gespawnt? Geht bitte weg. Vor allem die Superform da. Aber Superform können mir ja auch eigentlich scheißegal sein, weil ich bekomme so oder so nur ein Herzchen Damage. Das ist ja nice. Nein, ich will noch die ganzen Räume auschecken. Aber vielleicht ist hier ja das Supergeil im Raum. Ja, da ist er sogar. Perfekt. Die Gegner kenne ich nicht. Was machen die? Ich weiß nicht. Drei schwarze Herzchen, dafür hat sich doch schon gelohnt. So. Da unten sind noch zwei Räume, die ich gerne auschecken möchte. Vielleicht gibt es ja was Feines. Aber auch nur vielleicht. Okay, böse Fliegen, die Bum-Bum machen. Vorsicht. Vorsicht, das gibt eine riesige Kettenreaktion. So. Das haben wir doch schön geregelt. Gut, beide Geheimräume haben wir. Gut, dann müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. Nur noch hier dieser Raum. Oh, Miniboss. Und der Miniboss ist gar nicht so leicht. Der ist gar nicht so leicht, dieser Miniboss. Aber geht noch voll klar. Außer diese Verfolgungsschüsse, die sind ein bisschen nervig. Ein ganz kleines bisschen nervig. Ah, und das ist gemein. Und wir haben die Left Hand freigeschaltet. Ich glaube, die nehme ich sogar mit. Wenn ich jetzt hier raus und wieder reingehe, habe ich dann hier eine... habe ich hier eine rote Kiste. Mit Spinnen drin. Geil. Und dann, warte, stopp. Stimmt, hier sind jetzt ja drei rote Kisten. Weil wir die Left Hand dabei haben. Oh, das ist schön. Star drin. Trollbomben. Ja, den einen schön gesprengt. So war es definitiv geplant. Das habe ich alles mit Absicht gemacht. So, bitte stirbt. Oh, Vorsicht. Den kann man eigentlich relativ leicht ausweichen. Eigentlich, habe ich gesagt. Und er ist ja auch easy peasy. Außer wenn es langsam. Dann ist es ein Problem. Ganz großes Problem. Oh. Und eine Bombe. Danke. Und dann. Ja, 6 Münzen. Da lohnt sich der Shop auf jeden Fall nicht. Dann ab zum Boss. Unser Buch haben wir auch aufgeladen. Emperor haben wir dabei. Dann steht dem Boss nichts mehr im Wege. Pestilenz. Damage up, let's go. Auch diese Schleimspur ist schon ziemlich nervig.
Komm schon, stirb. Verlier deinen Kopf, bitte. Ah, ich bin hier eingekesselt. Hilfe. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ich komme hier nicht weg. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Wupp. Oh, da war ich kurz in die Enge getrieben. Aber Gott sei Dank nur ganz kurz. Ah. Vorsicht. Wall of Bandages nehme ich mit. Leider kein Devil Deal. Schade, schade, schade. Aber weiter geht's. Weiter geht's. So, Caves 2, 73,75% die Chance auf den Devil Deal. Hoffentlich bekommen wir den. Aber es kann ja trotzdem passieren, dass wir ihn nicht bekommen. Und das wäre ziemlich scheiße. Weil wir so viel Leben haben. Da können wir auf jeden Fall ordentlich zuschlagen. Ja, Vorsicht. Vorsicht. Der ist blau. Platzt da auf. Ich weiß es nicht genau. Ja, er platzt auf. Aber hat uns Gott sei Dank nicht getroffen. Ja, hier diese Viecher sind total unnötig. Die kriegen sowieso nichts auf die Reihe. Weil die haben kein Gesicht, keine Augen und wissen nicht, wo ich bin. Nice. Was hier drin? Rote Kiste. Blaues Herzchen. Nice. Ist quasi nichts passiert. Kein Gewinn, kein Verlust. Also ist es akzeptabel. Ist es akzeptabel. So, hier wieder ein bisschen Scheiße. Keine Ahnung, wer das hier hingelegt hat, aber ich mach's einfach kaputt. Natürlich müssen wir das wieder wegräumen. Schlüssel. Itemraum. Vielleicht ist ja im Itemraum was richtig Geiles. Zumindest hoffe ich das. Och, die Gegner sind auch nervig. Alle Gegner, die irgendwelche anderen Gegner spawnen, die sind nervig. Ah, Scheiße. Sind das zwei ineinander? Ja, waren's. Schlüssel. Weiter geht's. Oh, Portale wieder. Portale, Portale, Portale. Bin kaputt, danke. Ah. Geh weg, du Portal. Bitte, geh weg. Geh weg. Geh weg, danke. Gut, das Portal ist weg. Jetzt nur noch hier diese nervigen Bomben fliegen. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und schon explodiert. Danke. Wunderschöne Kettenreaktion. Das ist immer am geilsten. Dann hat mir nicht so viel Arbeit. So, nichts getroppt leider. Aber was gibt's hier oben denn Schönes? Rote Kiste natürlich wieder. Wir haben ja auch die Left Hand. Komm, hier, ich setze das Buch ein. Dann kommen wir hier ein bisschen schneller durch. Ah, fuck. Da konnte ich mich für keine Richtung entscheiden. Ah, Mann. Ich will jetzt auch nicht zu viel Damage nehmen. Wir wollen schlau spielen. Ja, der ist schon mal weg. Jetzt hier noch die ganz kleinen Gehilfen. So, die sind auch weg. Nächster bitte. Oh, Piep. Piep ist richtig nervig. Vor allem, wenn er sich einpinkelt. Oder seine Augen verliert. Da hat er sich gerade eingepisst. Aber, juckt mich nicht. Ja, Vorsicht. Vorsicht vor den Augen. Und er ist weg. Geil. Droppt mir bitte was Schönes in den Sack. Was ist da Schönes drin? Münze, Bombe. So, zwei Räume haben wir auf jeden Fall noch zum Clearen, damit wir unser Buch für den Boss noch aufladen. Ist das schon die Marmebene? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch nicht die Marmebene. Aber ich muss ganz mal kurz trinken. Mein Hals kratzt total. Ja, geil. Weiter geht's. Hallo? Portale. Geil, ich mag die Portale. Die sind die wunderschönsten Gegner, die es überhaupt gibt. Überhaupt nicht nervig und so. Ah! Jetzt ist es weg. Gott sei Dank. Bitte nicht das machen! Ja. So, Schlüssel, weiter geht's. Leben ist noch okay. Komm schon, dann. Ich sehe es kommen. Hier neben ist doch 100%ig der Geheimraum. Ich weiß es doch. Ich weiß es einfach. Fuck. Konnten wir ja mal versuchen. Gut. Goldene Kacke, kann ich nichts mit anfangen. Dann so ein Raum. Bin ein bisschen eingeengt hier drin, aber auch nur ein bisschen. Shit, da wurde ich getroffen. Ja, Vorsicht. Ich ergebe mich nicht. Boah, wie viele das auch sind. Warum so viele? Wo? Ah, okay, jetzt sind sie eh alle weg, also von daher, fuck auf. So, Itemraum. Was Nices, komm schon. Ja, das ist gut. Damage und HP ab. Zwar nicht viel Damage, aber eben Damage.
Auch kleines Damage ist Damage. So, hier schnell durch. Das ist ja relativ easy. Wow, Vorsicht! Wow, was geht denn mit denen ab? Ah, Hilfe! Bitte mich nicht einengen! Nicht in die Schleimspur treten, ist nicht so optimal. Jetzt dich noch, komm schon, stirb bitte. Komm schon. Danke. So, weiter geht's. Oh, Hilfe. Dieser Raum ist gemein. Nicht wegen den Fliegen, sondern die Kombination zwischen Fliegen und diesen Stacheln. Das ist nicht so schön. Ah! Kannst du jetzt bitte sterben? Danke. Komm schon, hier ist doch der Geheimraum. Komm schon, ja. Nein, aber hier. Nein? Okay, da habe ich auch keine Ahnung. Hier könnte er auch sein. Komm schon. Ah, dann habe ich keine Ahnung, wo er ist. Dann habe ich keine Ahnung mehr. Aber da hinten den Raum will ich noch gerne auschecken. Den will ich auf jeden Fall noch auschecken. Oh, schnell hin da. Die Zeit investiere ich jetzt einfach mal. Und zwei Portale. Oh mein Gott. Was geht hier drin ab? Bitte hört auf, Sachen zu spawnen. Bitte. Bitte hört auf. Hört doch bitte auf damit. Geh kaputt. Nein. Ah. Ah, fuck. Ich überlege, einfach nochmal Schaden zu nehmen, damit mein schwarzes Herzchen ploppt. Was bist du? Purple. Komm her. Emperor. Stimmt. Ah, Vorsicht. Ah. Weil die Fliege so schnell. Aber jetzt sind sie weg. Gut. Da gehe ich nicht rein. Lohnt sich definitiv nicht. Alles ausgecheckt. Ab zum Boss. Ab zum Boss. Ist das hier schon mal? Nein. Ich glaube, das habe ich auf dieser Ebene schon mal drüber nachgedacht. Ich bin ein leicht vergesslich. Oh, mein Rücken kratzt. Scheiße. Nicht so optimal. An dem Sitz reiben. Oh ja. Yeah. Oh, fuck it. Nicht laufen und jucken, kratzen gleichzeitig. Nicht gut. So, jetzt bin ich bereit. Wreck Mega. Los geht's, Wreck Mega. Hast keine Chance gegen mich. Also bitte deine Kugeln abstoßen. Sonst treffe ich dich nicht so gut. Sonst treffe ich dich nicht so gut. Fuck it. Ah, Hilfe. Och, mal musst du dich jetzt bitte vor mir verstecken. Ach, komm schon. Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen. What the fuck? Geht ab mit dem. Das nehme ich ab. Lack ab. Schlüssel. Und was ist hier Schönes drin? Ein Guppy-Item immerhin. Na, Guppy-Item nehme ich mit. Eins von drei. Ich bezweifle zwar, dass wir die zwei anderen noch finden, aber ich nehme es einfach mal mit. Die Hoffnung nie aufgeben. Curse of the Blind, schön. Wir wissen nicht, was für Items wir mitnehmen. Oh, ich hasse solche Räume. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie einfach. Wie schon erwähnt, ich hasse sie einfach. So, der ist weg. Komm schon. Der ist weg. Du bist... Komm schon. Ah! Ja, endlich geschafft. Irgendwo ein Stein mit dem Kreuzchen? Nee, sieht nicht danach aus. Was gibt hier oben? Drei rote Kisten. Okay, Mom. Mach hier trotzdem alles auf. Eigentlich könnte ich mich auch von Moms Händen hier raustragen lassen, aber ich lasse es einfach mal. Ich lasse es einfach mal. Och nee, nicht die Gegner. Warum? Pheromone hier, greift euch gegenseitig an. Was ist, bist du? Pretty Fly, schön. Das schön. So, die zwei schon mal erledigt. Du erledigt. Und du auch erledigt. Gut. Letzte Welle hier noch. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich habe gesagt vorsichtig. So, Buch aufgeladen, sehr schön. Weiter geht's. Ich brauche unbedingt mehr Damage ab. Oder Fire Rate ab. Ja, auf jeden Fall sehr hilfreich. Und man muss ja jetzt die ganze Zeit hochhüpfen. Muss das sein? Muss das jetzt unbedingt sein?
Die Antwort ist nein, es muss nicht sein, also bitte hör auf. Boah. Ich brauche auf jeden Fall mehr Damage. Das hier ist ja schrecklich, dieser Damage. Warum halten die so viel aus? Was ist denn los hier? Oder muss ich erst hier den Gegner besiegen, bevor ich die anderen kaputt machen kann? Ich habe keine Ahnung. Ah, shit. So, der ist weg. Nur noch du, kleiner Stümmel. Wird geschafft, endlich. Ja, Schlüssel, keine Bock drauf. Oder war da ein Blauer dabei? Ich weiß es nicht. Ah, schön hier durchzwängen. Ja, perfekt, so muss das sein. War hier ein blauer Stein bei? Nee. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Aber wir machen so wenig Damage. Wir machen einfach so wenig Damage. Das macht keinen Spaß. Und der ist schon mal Geschichte. Und zwar hier die ganzen kleinen Wichsviecher da. Weil die sollten wir eigentlich kaputt bekommen. Eigentlich. Ah, shit. Es läuft wirklich nicht optimal. Am Anfang lief es relativ gut. Aber jetzt hat sich alles irgendwie zum Schlechten entwickelt. Ja, da kann nicht der Geheimraum sein. Da kann er nicht sein. Oh, noch mehr von diesen Gegnern. Die legen dann hier überall diese Scheiße hin, wo ich dran hängen bleibe. Ihr bleibt aber auch hier dran hängen, ihr Vollpfosten. Na, Vorsicht. Und der eine ist schon mal gleich weg. Na, der eine ist weg. Und bist du noch? Ja, yeah, geschafft. Puh, da ist der Shop. Lohnt sich aber nicht mit 10 Münzen da reinzugucken. Also weiter geht's. Geht weg bitte. Weil die Gegner sind auch nervig, wenn die so hochhüpfen. Und wenn die über sich verliert, wenn das viele sind. Das ist dann nicht so schön. Da hatten wir eine schlechte Zeit mit denen. Schreckliche Zeit. Komm schon bitte, verfolg mich. Danke. Komm schon bitte, verfolg mich. Danke. Oh, tot. Schlüssel. Komm schon, hier ist doch der Geheimraum. Nee. Aber hier ist er. Ah, leck mich doch. Hab ich auch keine Ahnung. Da muss er hier sein. Ja, da ist er. Juhu. Komm schon, was Geiles. Nee, nehme ich trotzdem aber mit. Nehme ich trotzdem mit. Auch wenn es nicht so optimal ist. Gut, weiter geht's. Was ist hier denn Schönes? Ah, nichts Besonderes. Nur ein paar nervige Shit-Gegner. Bitte, bitte stirb jetzt einfach. Danke. Noch eins. Ja, gib mir ein Herzchen. Gib mir einfach ein Herzchen. Da kann nicht der Geheimraum sein. Das haben wir ja schon ausgecheckt. Weil der nämlich von hier blockiert ist. Ja. Dann gehe ich mal hier hin. Oh, die spawnen die ganze Zeit Spinnen. Schnell töten, bevor die irgendwas spawnen. So, die sind weg. Ah, weg mit der Spinne. Schnell weg mit der Spinne. Ah, Vorsicht. Bitte schieb ab. Bitte schieb ab. So, und die eine Spinne noch und perfekt. Und mein Ohr juckt. So, komm schon, hier ist doch der Geheimraum. Ich sehe es kommen. Ne, leider nicht. Shit. Shit, shit, hier ist doch einer mit dem Kreuzchen. Habe ich den eben nicht gesehen? Na, ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Nun ja. So, was gibt's hier links denn noch Schönes? Ach, nur so ein Gegner. Von dir haben wir doch eben schon ein paar besiegt. Müsstest du jetzt auch kein Problem sein. Okay, da wurden aus dem einen jetzt zwei, hier ist wieder einer. Ein Hin und Her mit den Gegnern. Ein Hin und Her. Okay, was gibt's hier unten noch? Vielleicht ein kleiner Miniboss? Nee, kein Miniboss. Dafür... Okay, diese Superform ist richtig nervig mit dieser Schleimspur. Müssten wir den am besten mit unserem Ball of Bandages killen? Genau so meine ich das, genau so. Pheromone, ich nehme Emperor mit. Okay, diese Ebene ist anscheinend noch größer, als ich gedacht habe. Oh, der ist weg. Steh noch, genau. Luck ab. 3 Luck. Das ist schon mal nice. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Auch hier wieder diese Springviecher. Ja. Ja. Bitte auf rum zu jumpen. Das ist nicht sehr geil. Danke. So, du bitte jetzt auch weg. Boah, wie viel die aushalten. Komm schon, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm schon, hier ist der Geheimraum. Komm schon. Nochmal Luck ab. Luck von 4, juhu. Ganz viel Luck ab. Ah, Vorsicht. Schön allem ausweichen. Ah, oh, juhu.
Das war erfrischend gefährlich. Ach, es stimmt, der Eisenrum, den haben wir noch nicht. Den habe ich gar nicht vermisst. Warum wohl? Weil da noch nur Scheiße drin ist. So, schön das Feuer ausmachen. Vielleicht ist hier was Schönes drin. Und was gibt's hier? Stimmt, wir wissen das ja gar nicht. Und? Papafly. Ah, okay. Ja, kann man vielleicht mitnehmen. Komm schon, hier ist doch... Nee, ich hebe mir die eine Bombe auf. Die eine Bombe hebe ich mir noch schön auf. So, was gibt's hier denn Schönes drin? Nur richtig krank nervige Viecher. Aber solange man ein bisschen vorsichtig spielt, kein Problem. Kein Problem! Puh! Vorsicht. Ganz vorsichtig. Vorsicht, 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 Vorsicht. Huh! Oh. Ein AAA-Commentaring von mir. Huh! Ha! Hii! Wunderbar. Wunderbar, so muss das sein. Und blaue Herzchen, schön. So, alles abgecheckt, dann mal ab zum Boss. 11 Münzen lohnt sich der Shop auf jeden Fall nicht. Dann los geht's, ich komme, Boss. Nee, ist noch nicht Mom. Erst auf der nächsten Ebene kommt Mom. Was sind das hier, Pheromone? Nee, ich nehme Emperor mit. Emperor ist nice. Damit können wir eine Womb-Ebene komplett überspringen. Und das ist richtig, richtig praktisch. So. Ich komme, Boss, mit meinem schönen aufgeladenen Buch und meinem 5,51er Damage. Können auf jeden Fall noch mehr gebrauchen. Monstro 2, whoop, Damage dazu und let's go. Ah, vorsichtig. Ja, da hat die Fliege schön Monstro ein bisschen geschwächt. Auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Komm schon, schieß deinen Brimstone. Danke. Komm schon, schieß nochmal deinen Brimstone. Komm schon, ich weiß, du willst es. Ja, perfekt. Perfekt. Nein, nicht springen. Du sollst deinen Brimstone schießen. Es spawnen ja wieder diese Kackfliegen. Aber zum Glück killt er die manchmal auch selbst. Mit seinem wunderbaren Brimstone. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Komm schon, du bist jetzt weg. Ja, yeah, perfekt. Komm schon, Devil Deal. Na, leider nicht. Was bist du? Hab her ab. Dann ab in die nächste Ebene. Komm schon, ich brauch mal was Schönes. Ich brauch mal was Schönes. Devs 2 auf der Marm-Ebene. Komm schon, zeig mir deinen Hals. Hilfe, fuck it. So ein krank nerviger Raum. Ah, fuck it. Fuck, 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 fuck. Was sind das denn für Viecher? Die hören sich so... Ach, das ist der eine Kleine, der sich so hoch anhört. Ah, gecheckt. Boah, ekelhafte Kombo. Die Geister und die Engel. Ja? Vorsicht. Und der ist weg. Jetzt nur noch der eine Geist. Und geschafft. Buch schon mal wieder aufgeladen. Perfekt. Und los geht's. Na, ein paar Geisterchen. Das sind auch Geister. So viele Geister. Geister, Geister, Geister. Bombe. Das gibt's hier oben. Ah, das Itemraum. Schön. Vielleicht ist da ja mal was Schönes drin. Hoffe ich zumindest. Stirb bitte. Stirb bitte. Komm schon. Stirb, stirb. Haben wir irgendeinen Fluch? Nein. Zum Glück nicht. Und was gibt's? Wir bekommen wieder nur Scheiße. Das Glück hat uns wieder einmal verlassen. Ich hab doch plus 4 Luck. Wo ist das plus 4 Luck bitte hin? Wo ist es? Oh. Ah, blaues Herzchen nehme ich mit. Weiter geht's. Ah, wieder so einer. Mal wieder. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die können sehr aufdringlich sein, diese Viecher. Chop. Nee, kein Bock drauf. Auf den Shop kein Bock. Boah, die Gegner sind doch so unfassbar nervig. Vor allem mit ihrer ekelhaften Schleimspur. Und dann in so einem ekelhaft kleinen Raum. Nicht ganz so geil. Nicht ganz so geil. Und dann spaltet er sich auch noch in zwei von denen. Was? Was geht hier bitte ab? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oder eines weg. Gut. Haben wir zumindest gut überstanden. Oder was gibt hier? Was gibt hier unten? Soll ich an dem spielen? Ja, warum nicht? Nimm mein Herzchen, nimm mein Herzchen. Oh, wir haben Schutzschild, schön an dem Spielen. Als weiter, friss, 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 komm.
Ich weiß nicht, was das Vieh macht. Ich glaube, das ist auch neu. Ich nehme es aber mit. Acid, Baby. Pilz, Pilz, Pilz. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Droppt das mir Pillen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ah, da unten sind noch Räume, die ich ausschenken möchte. Vielleicht ergibt sich das ja noch nach einer Zeit, was das Ding kann. Aber ich habe keine Ahnung im Moment. Keine Ahnung. Oh, ich habe die ganze Zeit Schluck auf. Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt mache ich das. Och. Nicht die Viecher jetzt noch. Ah, fuck. Ich habe die ganze Zeit auf dieses Baby geguckt, ob das irgendwas macht hier bei den Gegnern. Ich werde mich vielleicht aufs Ausweichen konzentrieren, fuck. Okay, Schutzschild. Solange ich Schutzschild habe, schnell hier durch. So. Schnell noch die Bombe gekrallt. So, blaues Feuer. Könnte ich sprengen für blaue Herzen, aber ich lasse es mal. Na, hallo? Nee, definitiv nicht. Das ist nicht gut. Raus rein, damit die Spinnen weg sind. Okay, nichts Besonderes. Aber ich glaube, hier die zwei spreng ich. Ja, kein blaues Herzchen. Schade, schade, schade. Zwei Portale. Und dann schnell weg damit. Schnell weg damit. Komm schon, geh weg, geh weg, geh weg. Danke. Bitte geh weg, du Schleimspur. Danke. So, hat sich erledigt. Weiter geht's. Was gibt's hier denn Schönes? Ach, so viele. Warum sind das so viele? Wuhu. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Na, Vorsicht. Ganz gelassen und klug spielen. Gut. Da oben komme ich leider nicht ran. Hab zu viel Leben. Oh, One Max Large. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Jetzt können wir leichter getroffen werden. So, hier die Viecher. Boah. Hört auf, bitte Spinnen auf mich zu werfen. Danke. In den Sack. Was ist das für eine Karte? The Moon. Ab in den Geheimraum. Okay, hier neben war. Dich spreng ich. Haben wir eine höhere Chance auf einen Devil Deal. Ist auch praktisch. Und da ist ein Kreuzchen. Das ist auch praktisch. So. So. Da hinten waren wir. Da gehe ich auf jeden Fall noch hin. Da will ich natürlich noch alles auschecken hier hinten. Oh mein Gott. Könnt ihr bitte sterben hier fliegen? Dafür war ziemlich nett von euch. Danke. Pille? I can see forever. Aber ich glaube wirklich, dass Baby macht, dass wir immer ein paar Pillen getroppt bekommen. Sieht auf jeden Fall danach aus. Sieht auf jeden Fall danach aus. Hilfe, das sind so viele. Aber es werden als weniger zum Glück. Es werden als weniger. So, er ist auch schon mal weg. Du noch. Er ist auch weg. Du noch. Er ist auch weg. Und der letzte, glaube ich. Wo ist der denn? Jo, ne, zwei noch. Aber ich glaube, der explodiert. Ein bisschen Abstand halten. Ja, er explodiert. Richtig geahnt. Oh, Vorsicht. Ganz vorsichtig. Wupp, so, stirb. Danke. Danke, danke, danke. Bombe. Ey, die Bombe. So, weiter geht's. Weiter geht's. Okay, hier nichts Besonderes. Aber sonst gibt's hier nichts Besonderes, was ich noch auschecken könnte. Emperor nehme ich natürlich noch mit. Die Karte dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil die ist nice. Und mein Hals fängt wieder an zu kratzen. Geil. Ja, geil. Okay, ab zum Boss. 26 Münzen, ich glaube, ich schaue mal in den Shop rein. Warum nicht? Oh, hier ist irgendwo der Geheimraum. Hier hin. Ach, stimmt, ja. Waren wir ja schon drin, habe ich ja komplett verpeilt. So, hoch hier. Aber den Super-Geheimraum können wir noch schön finden mit I Can See Forever. Müsste eigentlich in der Nähe vom Boss sein. Eigentlich. Kann aber auch immer mal anders kommen. Was hier Schönes drin? Das nehme ich mit. Alles in diesem Strahl wird jetzt verlangsamt und den Rest spende ich für mehr Items. Na, schade. Schade. Dann nehme ich halt das noch mit. Kauf die Pille vielleicht noch. I can see forever. Kann leider nur eine Pille mitnehmen. Schade. Hallo? Ja, da ist er sogar. Da ist sogar der Supergeheimraum. Ja, sogar relativ nice. Die spreng ich hier mal. One Max so larger? Nee, definitiv nicht. Ich will nicht noch größer werden. Lieber kleiner. Warum kann ich das Häschen mich? Ah, jetzt kann ich es mitnehmen.
Keine Ahnung, warum ich das Headset eben gerade nicht mitnehmen könnte. Aber egal, scheiß drauf. Jetzt ab zum Boss. Marm-Ebene? Ja, Marm-Ebene. So, Marm, jetzt gibt's aufs Mull. Komm her, friss meinen Damage. Friss ihn. Oh, das Buch ist schon ziemlich hilfreich. Wenn man nicht sehr viel Damage hat, dann kann man wenigstens seinen Damage im Bossraum etwas pushen. Zwar nicht um. Ist zwar immer noch nicht die Welt, auch mit dem Buch, aber immerhin. Immerhin etwas. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung, so Satan zu bekämpfen. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da wird sich hoffentlich noch was tun. So. Ja, so heiße ich, Mom. Nein, ich heiße nicht Isaac. Wen spielen wir hier eigentlich? Judas? Ja, ich glaube, Judas spielen wir. Schon wieder vergessen. Ah, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, das Brot will ich eigentlich nicht mitnehmen, aber ich will die Pille haben. Geh mal weg da. Speed up. Jo, nehme ich mit. So, was gibt's hier? Krampus. Stimmt, dich gibt's hier auch noch. Den habe ich ja komplett verpeilt. Oh, Vorsicht. Mit der Brimstone-Attacke. So, hier haben wir jetzt leider keinen. Ach stimmt, das kann er hier auch. Fuck. Fuck. Woran sieht man denn jetzt, was der macht? Komm schon, ich gehe mit Ball of Benjamin rein. Kohle nehme ich mit. Ist auf Distanz ein kleines Damage ab. Das Damage ist zwar immer noch richtig im Keller, aber was will man machen? Soll ich das mitnehmen? Ja, warum nicht? Kleines HP ab. Und weiter geht's. Ab in die Womp-Ebenen. Scared Womp 1. Emperor. Und gegen den da kämpfen wir. Der müsste eigentlich kein Problem sein. Geht eigentlich voll klar. Solange man immer zuerst auf die Kleinen geht und sich dann erst um die Größeren kümmert. Sonst wird alles ein bisschen unübersichtlich wie jetzt gerade. Aber geht voll klar. Geht klar. Pille? Friends till the end. Was kriegen wir hier für ein... Oh, das nehme ich einfach mal mit. Auch wenn wir keine Stasis-Effekte haben, aber... Ja, nun ja, weiter geht's. Ab in die nächste Ebene. Ab zu Moms Heart. Sieht nicht so gut aus von unseren Items her. Was gibt's hier Schönes drin? Soll ich hier vielleicht ein bisschen Leben opfern? Ich weiß es nicht. Mache ich einfach mal. Warum nicht? Ach stimmt, ich habe jetzt auch das Schutzschild. Können wir hier ein bisschen Geld generieren. Ja, nimm ruhig mein Leben. Nimm mein ganzes Leben. Nimm ruhig. Wir haben auch noch Wafer. So, aber ich nehme das Buch jetzt mit. Jetzt können wir hier an dem vielleicht ein bisschen spielen. Vielleicht bekommen wir hier auch noch was Schönes. Aber auch nur vielleicht. Komm schon, ich will das schöne Fliegen-Item, was du mir geben kannst. Genau das will ich haben. Das Leben nehme ich auch einfach mal mit. Weil daraus können wir ja wunderschön Geld generieren. Auf jeden Fall praktisch. Ah, das Item da will ich. Ah, shit. Komm schon, ich weiß, du willst es mir geben. Du kannst damit doch gar nichts anfangen. Oh, danke für das Geld. Komm schon. Ich weiß, du willst mir das Item geben. Komm schon. Ja, du bist so ein netter Kerl. Komm schon. Ah. Ich hab doch plus 4 Glück. Wo ist das plus 4 Glück? Wo ist es bitte? Na. Komm schon. Okay, kann sich nur noch um Stunden handeln oder um Tage oder um Jahre. Das kann auch dauern sein. Aber das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hier mal wieder. Genau die bekomme ich. Warte, ich nehme mal kurz hier das. Blub, 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 blub. Oh, okay, wenn ich das Schutzschild habe, bekomme ich trotzdem Schaden durch das Item. Gut zu wissen. Gib mir bitte das Item. Komm schon. Gib mir das Item. Oh, und unendlich Schlüssel ist auch schon mal was.
Aber ich hätte gerne das Item, was du mir geben kannst. Komm schon. Hallo. Geld ist auch nice, da kann ich umso länger an dir spielen. Willst du mich etwa hinhalten, oder was? Ich glaube, der will mich wirklich hinhalten. Komm schon. Gib her. Oh, Schlüssel. Kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche das Item. Nein, auch keine Bomben. Treubombe, Vorsicht. Nicht, dass es sich selbst sprengt. Boah, la, das sind wieder Herzchen. Das dauert jetzt. Über was soll ich denn jetzt in der Zeit labern? Ich habe keine Ahnung. Herzchen, gleich Geld. Nein, bekommen wir natürlich auch nicht. Wieder Herzchen. Ich will das Item, du Stück Scheiße. Boah. Wir haben viel Glück. Wo ist das viel Glück, bitte? Na, na, na. Na, na. Oh Mann, ey, gib mir doch jetzt das verschissene Item einfach. Ich spiele doch jetzt schon genug an dir. Oh, wieder Schlüssel. Ja, danke auch. Oh, Münzen. Immerhin kann ich dann länger an dir spielen. Nein, ich will keine Bomben. Ich will dein scheiß Item. Nein, schon wieder Bomben. Oh Mann, ey. Oder will der? Genau das Item, da will ich. Komm schon, komm schon. Fuck. Ah, das dauert. Münzen. Bomben mal wieder. Willst du damit sagen, dass ich springen soll? Mach ich auch gleich, weil du mir so derb auf den Sack gehst. Oh, noch mehr Bomben. Ich glaube, der will das wirklich andeuten. Aber ich will unbedingt das Item haben. Ich will das Item haben. Desto mehr Items, desto besser. Komm schon. Gib es mir einfach. Gib es mir. Nein, auch keine Schlüssel. Ich will das scheiß Item von dir haben. Das kann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach zum Verrecken nicht wahr sein. Wir haben das hier auch gar nicht mehr zur Auswahl, dieses scheiß Item. Die ganze Zeit nur Münzen, Schlüssel und Bomben. Was soll das? Und wieder Schlüssel. Ich spiele doch hier schon wirklich genug an dir. Lang genug. Ich habe schon genug Geld in den Arsch geschoben. Nein, keine Bomben. Brrr. Genau das Item will ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, endlich. So, weiter geht's an dem Automaten. Die Spielsucht. Die Spielesucht. Oh ja. Komm schon, du willst mir doch auch schon auch noch was Schönes geben. Ich weiß, du willst es machen. Komm schon, ja. 5 Münzen würde ich aber trotzdem gerne behalten. 5 Münzen würde ich gerne behalten. Okay, hat sich... Oh, die eine Münze noch. Bombe und tschüss. Soll ich das mitnehmen? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, ab jetzt zum Boss. Mit unserem grandiosen Damage, den wir haben, nicht. Mein Gott, kannst du bitte aufhören, mir so derbe auf die Pelle zu rücken? Dann sind das auch noch so viele. Gut, geschafft. Was gibt's hier oben? Oh, rote Kisten. Nächstes Guppy-Item. Brauchen wir nur noch eins. Sind wir Guppy? Aber ich bezweifle einfach mal, dass wir das noch bekommen werden. Ich bezweifle es einfach mal. Schön auf Distanz kämpfen, weil dann machen wir mehr Damage. Dann machen wir mehr Damage. So, bitte stirb jetzt. Danke. Nächster bitte. Chop. Und dann der schnelle Chop. Vorsicht. Ganz vorsichtig. Ah, Vorsicht. Schön auf Distanz. Schön auf Distanz. Boah, genauso. Genauso. Und der noch. Na, ja, der ist schon ein bisschen nervig. Aber geht eigentlich noch voll klar. Geht eigentlich noch voll klar. Das hält ihn hier nehme ich einfach mal mit. Wir können uns das ja, wenn wir das nicht mehr brauchen, sowieso abziehen. Und, Treubombe raus hier! Das erwähne ich noch. Friends till the end. Paar Fliegchen. So, weiter geht's, ab zum Boss.
Und Portale. Aua. Aber wir bekommen ja zum Glück nur ein halbes Herzschaden dank Wafer. Haben wir noch Wafer? Wafer haben wir doch gefunden. Ja, Wafer haben wir. Komm schon. Zeig mir deinen geilen Hals. Danke. So. Ein paar Spinnies. Die kann ich definitiv... Warte, was macht die Pille hier? Pheromone brauche ich nicht. Ich aber eventuell beim Boss einsetzen. Ah, fuck it. Ah, der ist unsichtbar. Vorsicht. Jetzt ist er weg. Gut. Space Item Buch aufgeladen. Gut. Bitte geht weg. Bitte haltet Abstand. Das wäre sehr nett von euch. Und sie sind weg. Komm schon. Ja. Starschön ist drin. Wieder einmal nur scheiß Spinnen. Und Pretty Fly. Das ist geil. Und hier ist auch bestimmt der geil im Raum. Ne, leider nicht. Schade. Oh, das mache ich. Ich habe hier unendlich Schlüssel. Kann man das mal machen? Oh shit, raus hier. Fuck. Fuck, 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 fuck. Da ist der geil im Raum. Hallo? Rollbombe, schön. Schön, schön, schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugehen. Auf jeden Fall. Mach aber hier trotzdem alles kaputt. Kann hier immer mal was Schönes drin sein. Ja, gib her. Weiter geht's. Weiter geht's. Was ist hier neben Schönes? Na, nur ein paar Organe. Vorsicht, Vorsicht. Hilfe. Geh kaputt, danke. So, weiter geht's. Komm schon, hier muss doch der Boss sein. Ja, das sieht wirklich stark nach Boss aus eigentlich. Eigentlich. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dass der mich nicht auffrisst. Boah, Satan wird Spaß gleich. Falls wir zu Satan kommen, wird Satan sehr viel Spaß machen. So, der ist Geschichte. Oh, weiter geht's. Warte, was machst du? Speed Up nehme ich auf jeden Fall mit. Speed Up ist immer gut. Nein, hier ist nicht der Boss. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. So, du bist jetzt auch gerade weg. Genau. Was macht das? Equality? Nehme ich einfach mal mit. Ich habe zwar keine Ahnung, was das macht, aber ich nehme es einfach mal mit. So, was... Hier unten ist doch jetzt bestimmt der Boss. Oh, zwei Portale. Fuck it. Fuck, 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 fuck. Fuck! Ah, da konnte ich nicht ausweichen. Shit. Speed up, nochmal. Nehme ich mit. So, was ist hier rechts? Miniboss. Warum nicht? Warum nicht? So, bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb. AP ab. Nehme ich mit. Hab so oder so nicht so viel Leben. Warum nicht mitnehmen? Was gibt's hier unten? Ich brauche den Boss. Der Boss wäre ziemlich nett. Zwei von denen. Warum bitte? Warum? Warum bitte zwei von denen? Ich versuche immer so ein bisschen mit Ball of Bandages zu kämpfen. Aber funktioniert manchmal nicht so gut. Explode, schnell raus hier! Oh, geh bitte kaputt. Und natürlich ist hier auch nicht der Boss. Geil. Was bist du? The Tower. Ich nehme lieber The Tower mit als Pheromone. Irgendwo ein Schleim im Kreuzchen? Nee. Und schon hier unten ist doch der Boss. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Stopp, da war eine Pille. Das Pillenbaby ist schon ziemlich nützlich. Also es spawnt richtig viele Pillen. Muss mir echt mal sagen. Oh, das ist ein ganz kleiner. Jetzt nicht mehr. What makes you small? Das ist gut. Was bist du? Power Pill. An die schwarze Kiste, da komme ich leider nicht dran. Speed Up. Nice. Oh, ja, wir sind schon ziemlich schnell. Ja, hier, das sieht doch definitiv nach dem Weg zum Boss aus. Ja, das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, damit alle Gegner sterben. Ja, das war alles so geplant. Ja, weiter geht's. Da ist der Boss, endlich. Oh. Die Gegner sind schon ein bisschen ekelhaft. Ganz bisschen ekelhaft. Komm schon, stirb, stirb. Ah, komm schon. Danke. Ich weiß nicht, kann da der Boss sein? Ich weiß es nicht. Powerpill? Ich glaube, Powerpill nehme ich lieber mit.
Frage ist nur, wo könnte der Supergeil im Raum sein? Vielleicht hier. Dann halt nicht. Dann mach ich jetzt den Boss. So. Habt ihr jetzt davon. So, das Buch. Die Karte. Let's go. So, friss jetzt meine Tränen. Ja, Damage könnte besser sein. Wir haben jetzt das Buch Intus und den Effekt von Kohle. Aber könnte definitiv noch besser sein. Alter, Satan wird definitiv eine Herausforderung mit dem Damage. Das wird auf jeden Fall nicht unbedingt leicht. Oh, muss das jetzt sein, Mom? Muss das jetzt sein? Bitte Abstand halten. Ich bin hier nicht so mobil. Ich bin hier definitiv nicht so mobil. Ja, Vorsicht. Komm bitte wieder runter, danke. Jetzt kann ich hier wieder Mom ein bisschen Schaden zufügen. Vorsichtig. Hilfe. Zum Glück haben wir One Makes You Small gefunden. Sonst wären wir hier richtig am Arsch. Und geschafft. Perfekt. So, dann mal ab zu Satan und mal gucken, wie viel Spaß das jetzt machen wird. Oh ja. Let's go. Aber kurz nochmal was trinken. Shadow Baby freigeschaltet. Everything is terrible. Und das Spiel wurde schwerer. Geil. Und Curse of the Maze. Deine ist unsichtbar. Ich sehe den nicht. Hilfe. 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 Wo ist der? Da ist er. Gut, er ist tot. Puh. Zwei blaue Herzchen. Puh, das ist schön. Und Power Pill. Auch sehr hilfreich. Auch sehr hilfreich. Noch ein paar Geister. Hilfe. Okay, Batterie. In schwierigen Zeiten können wir dann auf jeden Fall unser Buch einsetzen. Zum Beispiel jetzt. Weil die hier gehen mir schon ziemlich auf den Piss. Was bist du? Luck up. Naja, egal wie viel Luck up wir haben, bringt uns nichts. The Empress. Glaube ich, nehme das lieber mit als Power Pill. Glaube ich zumindest. So, hier ist auch bestimmt der Geheimraum, komm schon. Ja, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. So, dich spreng ich mal. Da ist ein blauer Stein. Dich spreng ich auch mal. Was soll ich denn sonst mit den Schlüsseln anfangen? Was soll ich sonst mit den ganzen Schlüsseln anfangen? Ah, Trollbombe! Huh! Die habe ich erst gar nicht registriert. Und da ist gar nichts drin. Doch, Spinnen waren da drin. Ja, Batterien nehme ich mal mit. Einfach nur zur Sicherheit. Aber wo ist der Boss? Da ist noch ein blauer Stein. Und bumm. Trollbombe, Vorsicht! Ja, so ein, dieses Ding musste natürlich in mir spawnen. Das war ja wieder klar. Och Mann, ey, ist der Boss so nervig. Dieser scheiß Gegner. Bitte stirb einfach. Bitte stirb einfach. Aber meine Karte und mein Buch würde ich gerne aufheben für den Boss. Och Mann, ey. Gut, er hat schon mal sein Fädchen jetzt losgeschickt. Geht mir schon mal nicht mehr auf den Sarg. Geht mir schon auf den Sarg, aber nicht mehr so sehr wie der. Mit den seinen ganzen Scheißviechern hier. Komm schon, ich weiß, du willst einfach nur Urlaub haben. Also verpiss dich doch jetzt einfach. Oh, Vorsicht! Komm schon, stirb. Hilfe. Komm schon, gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Yeah. Blaues Hälfte hat er mir gedroppt. Wunderschön, weiter geht's. Oh, hier ist schon mal nicht der Boss. Schön. Schön. Ich hänge fest in der Ecke. Fuck. Geh bitte kaputt. Danke. So. Den Raum hätten wir auch erledigt. Dauert zwar alles ein bisschen lange. I'm drowsy. Ich glaube, das bewirkt, dass Gegner manchmal verlangsamt werden. Das ist auf jeden Fall nützlich. Oh, fuck. Den töte ich mit Ball of Bandages. So. Weiter geht's. Ach, die Viecher. Oh, schön mit Ball of Bandages. Wenn sich Ball of Bandages mal richtig ausrichten würde,
Oder hier mit Papa Fly. So, perfekt. Da drin fliegen. I'm drowsy. Das setze ich jetzt einfach ein. Was gibt's hier Schönes drin? Rote Kiste? Na, Spinnen, fuck. Okay, das wird jetzt schmerzhaft. Das wird jetzt schmerzhaft. Komm schon, einfach hier mit Ball of Bandages rein. Komm schon, stirb. So. Schab. Ah, shit, da musst du mich jetzt natürlich noch treffen. Ah, fuck. Komm schon, greif mich an. Hier, friss Bombe. Was soll ich denn sonst mit den Bomben anfangen? Nicht mehr viel. Ja, die kleinen Viecher noch. Die sind ja aber eigentlich easy peasy. Die sind ja eigentlich kein großes Problem. Oh, komm schon, stirb. Danke. Was bist du? Tears up. Sehr schön. Sehr schön. Weiter geht's. Ah, ich bin eingeengt. Fuck. Aber warum müssen die Viecher so ausrasten? Komm schon, hier muss doch jetzt irgendwo der Boss sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum so viele von denen? Warum so viele? Ah. So, nur noch zwei, nur noch einer. Keine mehr. Und Spinnen. Ich gehe kurz raus rein. So, bist du? One makes you small, nehme ich mit. Ace of Clubs, nee. I'm drowsy. Empress. Und kleiner Miniboss. Der eigentlich ziemlich easy ist. Kleiner Bomberman hier. Komm schon. Zieh deinem Schicksal ins Auge. So. Pillen. Power Pill. Explosive Diarrhea. Okay, kann ich alles nichts gebrauchen. Och man, wo ist denn jetzt bitte der Boss endlich? Blaues Herzchen, gehe ich da rein? Nee, kein Bock drauf. Kein Bock drauf. Bitte, ich will so viel Leben wie möglich aufbewahren. Für Satan. Damit wir den hoffentlich besiegen werden. Oh. So, geh kaputt. Er ist eigentlich kein Problem. So. Und hier ist kein... Natürlich ist hier kein Boss, aber hier doch vielleicht. Ah, Vorsicht. Vorsicht. Böse. Ganz böse. Vorsicht. Vorsicht. So, was ist da drin? Oh, es lässt ein Guppy-Item. Und wir sind Guppy. Juhu. Luck up. Wir machen jetzt bum bum. Bum. Nur noch blaue Herzchen. So, nehmen wir alles mit. Weiter geht's. Okay, hier ist schon mal nicht der Boss. Geil. Geil. Oh ja, jetzt sind wir Guppy. Das ist doch schön. Unsere wunderschönen Fliegen, die jetzt hier alles zerficken. Mehr oder weniger. Aber würden wir mehr Damage machen, würden auch unsere Fliegen mehr Damage machen. Das skaliert ja miteinander. So, super geil im Raum. Was gibt's hier Schönes? Nichts Besonderes. Ich hau wieder ab. Tschüss. Ja. Oh. Oh, Vorsicht. 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 Nur noch ein Greed. Und er ist jetzt auch direkt Geschichte. Genau. Den Super Magnet, ne, den nehme ich nicht mit. Der ist nämlich nicht so gut. Oh, The Fallen. Oh, zwei The Fallen jetzt. Das werden aber auch eigentlich kein Problemchen sein. Ja, easy. Und was gibt's hier Schönes drin? Ein Zerwürfelsraum. Ne, aber hier unten ist der Boss, endlich. Dann geht's jetzt ab. Oh, Satan. Zuerst das. Dann das. Und let's go. Komm schon. Zuerst The Fallen. Das kennt man ja. Und jetzt Satan. Komm at me, Bro. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, immer schön ausweichen. Oh, wir machen ordentlich Damage. Durch jetzt unsere ganzen Karten und unser Buch. Das ist schon ziemlich angenehm.
Und easy. Easy, das war doch mal zu Ende eine richtig krasse Wendung. Da hat sich alles nochmal gewendet. Und Judas Zunge freigeschaltet. Wunderbar. So, jetzt glaube ich nur noch ein oder zwei Runs, dann haben wir das Negativ fertig zusammengebastelt. So, das war eine schöne Wendung am Ende auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.